Dann möchte ich Sie begrüßen zu diesem Workshop, zu dieser Session zu Green IT. Und mein Name ist Andreas Köhler. Ich bin im Auftrag von Herrn Gröger gebeten, hier die Moderation zu übernehmen. Herr Gröger hat den Workshop organisiert, ist aber natürlich aus Neuseeland jetzt nicht in der Lage, hier live zu moderieren. Deswegen ist die Ehre an mich gegangen. Ich möchte Sie begrüßen zu dieser Session zu Hardware, Software und Dienstleistungen, IT im Nachhaltigkeitscheck. Nun haben wir ja gestern, vielleicht haben Sie es mitbekommen, quasi einen historischen Tag erlebt. Es ist die Dampfmaschine der dritten Generation der Datenverarbeitung erfunden worden, gestern vorgestellt worden von Google, der Quantencomputer. Google hat gestern die Quantum Supremacy, also die Quantenüberlegenheit der Datenverarbeitung, deklariert. Das ist ein ganz denkwürdiger Tag, denn wir sprechen heute über Digitalisierung. Und diese Erfindung, die gestern veröffentlicht wurde, ja, sie wird im Prinzip zwei wichtige Dinge ändern in der Datenverarbeitung. Das erste, die Zukunft ist wieder analog. Also das Stichwort Digitalisierung ist seit gestern etwas anachronistisch geworden. Vielleicht haben wir in Zukunft eine Art Quantenanalog-Datenverarbeitung und sprechen gar nicht mehr über Digitalisierung. Aber das ist sicherlich erst ein Thema für Diskussionen morgen oder übermorgen. Heute werden wir über Digitalisierung sprechen, und zwar über die Nachhaltigkeitsauswirkungen dieser drei Ebenen: Software, Hardware und Dienstleistungen. Und da möchte ich zuerst die Frau Professor Dr. Lieselotte Schäbeck vorstellen von der Technischen Universität Darmstadt. Sie leitet dort das Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft. Und sie ist zugleich auch wissenschaftliche Leiterin der Fraunhofer-Einrichtung Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie. Frau Schäbeck, bitte für Ihren Vortrag. So, ich hoffe, dass ich Ihnen den Vortrag jetzt gut präsentieren kann. Ich bin nämlich leider stark erkältet, deshalb wollte ich vorher schon mal sagen, wenn ich kurze Sprechpausen vielleicht einlege, sehen Sie drüber hinweg, es geht dann schon weiter. Gut. Also das Thema Ressourceneffizienz durch Industrie 4.0, Fragezeichen. Und zunächst mal zu diesem Schlagwort der Industrie 4.0. Was ist das eigentlich? Hier eine gängige Definition: die Verbindung der digitalen Welt des Internets mit den konventionellen Prozessen und Diensten der produzierenden Wirtschaft. Das ist jetzt also eine Neuerung, die hervorgeht durch die Produktionsmethoden, durch die Produktionsprozesse, die wir haben, die aber verbunden werden durch cyberphysische Systeme und die dann sozusagen dieses Internet der Dinge, wie man es in dieser hübschen Abbildung da unten sieht, formen. Also die Maschinen, die können dann miteinander kommunizieren innerhalb des Betriebs durch alle Wertschöpfungsebenen mit den Lieferanten, mit den Kunden und so weiter. So, diese Industrie 4.0 ist aber dann eher sowas wie eine Vision, wo man am Ende bei einer vollen Vernetzung vielleicht landet. Das, was wir im Moment beobachten in der Industrie, in den Betrieben, das ist eher der Prozess. Also das ist eben diese Transformation, diese digitale Transformation in der produzierenden Industrie, in der Wirtschaft. Ja, und damit sind große Erwartungen verbunden. Geht es gut mit dem Mikrofon? Great Expectations habe ich das mal genannt, in zwei Hinsichten. In der einen Hinsicht die Erwartung, dass damit alles besser wird. Aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Ressourceneffizienz, um die es hier geht, also alles effizienter, weniger Ressourcenverbräuche, sparsamer, Einsparung von Klimagasen, Einsparung von anderen Ressourcen, also das durch die Digitalisierung. Und da gibt es Studien dazu, da gibt es auch Abschätzungen, die Sie hier lesen können, bis zu 50% ressourcenschonender, bis zu 50% mehr produktiv. So, und die Great Expectations gehen aber auch in eine andere Richtung. Das haben wir heute Vormittag schon ausführlich eigentlich gehört oder es wurde vielfältig angesprochen. Wir brauchen auch mehr Ressourcen, wir brauchen vor allem mehr Energie, wir brauchen mehr Rohstoffe, vielleicht auch mehr andere Ressourcen. Und dieser absolute Energie- und Ressourcenverbrauch oder Rohstoffverbrauch, der wird eben mit der zunehmenden Verbreitung und Intensivierung dieser Industrie 4.0, dieser digitalen Transformation erwartungsgemäß auch größer. Also
Erwartungen, Chancen, aber auch Befürchtungen. Gemeinsam ist diesen Studien, aus denen ich hier zitiert habe und auch anderen Studien, es gibt ja schon eine ganze Reihe mittlerweile, dass das zunächst mal so Top-Down-Betrachtungen sind. Also wir betrachten die Wirtschaft insgesamt, wir versuchen mit verschiedenen Modellen abzuschätzen, was tut sich da, was könnten da insgesamt für Rohstoffverbräuche reduzieren, wie stark steigt denn der Energieverbrauch und durch welche Anwendung der Industrie 4.0 beziehungsweise erstmal der Digitalisierung. Was weniger thematisiert ist, ist die Frage, was heißt es denn jetzt bottom-up? Also kurz gesagt, welche Maßnahmen bei unterschiedlichen Akteuren führen denn dazu, dass sich irgendetwas ändert und sich dann irgendetwas zum Besseren oder zum Schlechteren oder vielleicht zu beidem gleichzeitig tut? Da gibt es zwar schon einiges, das sind aber häufig individuelle Untersuchungen von bestimmten Einzelfallbeispielen. Und die große Frage ist, wie ist denn das, was bottom-up läuft, das, was, wie gesagt, in der Industrie, in der produzierenden Industrie jetzt vielleicht gerade passiert oder das, was passieren könnte oder das, was passieren sollte, wie ist das denn mit dem großen Ganzen, also mit den Auswirkungen auf die Ressourceneffizienz insgesamt verknüpft und können wir denn sagen, wo sich was zum Besseren, zum Schlechteren, also wo die großen Erwartungen in die eine oder andere Richtung ausschlagen? So, und das war im Prinzip das Thema der Studie, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. Ressourceneffizienz durch Industrie 4.0. Hier nicht mit einem Fragezeichen, aber auch nicht mit einem Ausrufezeichen. Untertitel Potenziale für kleine und mittlere Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Beauftragt können Sie sehen vom Zentrum für Ressourceneffizienz, vom VDI Zentrum Ressourceneffizienz, aber unter Beteiligung von 4 Bundesländern, die das eben ein ganz spannendes Thema fanden, jetzt im Hinblick auch auf Beratungsprogramme hinterher zum Beispiel oder auch auf Handlungsmöglichkeiten, die man eben auf der Länderebene hat, dieser Frage nachzugehen. Und die Forschungsfragen waren eine systematische Untersuchung durchzuführen. Wir haben auch Fallbeispiele betrachtet, wie Sie gleich sehen werden. Aber zu fragen, was können wir davon übertragbar ableiten? Was sind Erkenntnisse, die eben nicht nur für dieses eine Fallbeispiel gelten, zum Thema der Ressourceneffizienz im verarbeitenden Gewerbe? Also einfach mal zu fragen, welche sind denn auf der betrieblichen Ebene ressourceneffiziente Maßnahmen der digitalen Transformation? Was ist überhaupt eine Maßnahme und woran sehen wir, ob die Ressourceneffizient ist und was beziehen die Werte ein und was vielleicht auch nicht. Und wenn wir solche Maßnahmen finden können in diesen Fallbeispielen, wie weit sind die in anderen Betrieben vielleicht schon in der Praxis angekommen? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, wie die sich bewährt haben, wie Betriebe damit umgehen? Was können wir daraus lernen? Und wie können damit, also mit der Beschreibung von solchen Einzelbefunden, die aber vielleicht generalisierbar sind, wie können damit die Chancen der digitalen Transformation, die es ja unzweifelhaft gibt, die Ressourceneffizienz zu verbessern, gezielt gefördert werden? Umgekehrt, wo kann man sagen, da geht es vielleicht auch nicht in die richtige Richtung und da besser nicht? Also wie kann man diese große Thematik Ressourceneffizienz in der produzierenden Industrie, wie kann man die konkretisieren? Und am Ende Umsetzung in gute Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen, das waren also die Rahmenbedingungen der Studie. Hier ganz kurz die Partner, die die Studie gemacht haben und so ein bisschen das Vorgehen. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen. Mehrere Fachgebiete der TU Darmstadt, außer meinem eigenen Fachgebiet. Wir kommen ja von der Methodik der Ressourceneffizienz, Lifecycle Assessment und was man da an Methodik braucht. Kollegen aus dem Fachbereich Maschinenbau. In Darmstadt gibt es da vielfältige Aktivitäten mit Lernfabriken, mit Energieeffizienzfabriken, aus denen wir da schöpfen können. Dann ist Fraunhofer IPA in Stuttgart und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz mit dem Standort in Kaiserslautern. Ja, und die Grundlagen, die wir dafür hatten, natürlich haben wir uns alles angeguckt, was es so an Literatur zu dem Thema gibt oder zum Zeitpunkt der Studie eben schon gab. Wir haben Workshop mit Partnern aus der Industrie auch durchgeführt und im Zentrum stand eben, dass wir Fallstudien mit Vorortuntersuchungen von Unternehmen durchgeführt haben. Diese Unternehmen, die haben wir aus relevanten Branchen ausgesucht. Das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend, was da relevant ist. Maschinenbau, Kunststoffindustrie, Elektroindustrie. Aus den Gründen, aber auch weil diese Branchen charakterisiert sind durch eine große Anzahl von kleinen und mittleren Betrieben. Also es ging weniger um die Großunternehmen, sondern eben Mittelstand, Kleinbetriebe. Und weil diese Branchen andererseits für die Wirtschaft wichtig sind, große soziale Relevanz haben
und dann eben durch die Produktionsverfahren, die da angewandt werden, auch für den Verbrauch von Rohstoffen, Energie und Wasser, aber auch für Emissionen und für Abfälle sehr relevant sind. Die 10 Betriebe, die wir dann ausgesucht hatten, beziehungsweise die sich dann bereit erklärt haben zur Mitwirkung, sind dann eben aus diesen 4 Bundesländern, die an der Studie auch beteiligt waren. Ja, und hier sieht man dann schon mal, welche Einspareffekte betrieblicher Ressourcen in Fallbeispielen wir denn gefunden haben. Und die Abbildung, die kann man vielleicht mal ein bisschen auf sich wirken lassen. Zunächst mal die Überschrift sind die betrieblichen Ressourcen. Und wir sind eben auch in die Betriebe gegangen zu den Fallbeispielen und haben gefragt bzw. Fragebögen vorgelegt, welche Ressourcen werden denn eingespart. Und das Verständnis der Betriebe, was Ressourcen sind, ist ja ganz klar. Das ist alles, was für die Produktion gebraucht wird. Also das ist natürlich das, was eingekauft werden muss. Das sind die Rohstoffe, das sind die Komponenten, also alle Vorleistungen, die eingekauft werden. Das ist natürlich die Arbeitszeit, das sind natürlich die Investitionen, die benötigt werden. Das ist das Know-how der Betriebe und so weiter und so fort. Also das, was man vielleicht auch unter diesem Begriff der Produktionsfaktoren fassen kann, das ist das, was die Betriebe unter Ressourcen verstehen. Und wir werden gleich sehen, dass der Begriff der Ressourcen natürlich aus der Nachhaltigkeitsperspektive, aus der gesamtwirtschaftlichen Perspektive durchaus anders ist. Also man muss da auch so ein bisschen wie Übersetzung leisten. Und von daher haben wir bei der Befragung und auch bei diesen Fragebögen dann unsere Fragestellung dahin konkretisiert, dass wir gefragt haben, welche Verbräuche von materiellen Ressourcen sind denn betroffen? Also Beispiel eben Strom, Beispiel Materialien, Beispiele Abfälle. Was gibt es da für Erfahrungen, was tut sich? Und wir hätten da natürlich gerne Daten gehabt, weil wir mussten ja auch am Ende rechnen. Also es ging ja darum, dass wir tatsächlich mal was durchkalkulieren. Also bitte gebt uns eure Daten. Und ja, es hat sich da bestätigt, was man eigentlich aus vielen Betriebsuntersuchungen, aus vielen Befragungen kennt. Es gibt eben keine oder sehr, sehr wenig spezifische Daten. Denn was uns interessiert hat, ist ja, wir wollten wirklich konkrete Maßnahmen an Einzelbetrieben, an einzelne Anlage beschreiben. Und dafür braucht man natürlich Verbräuche der jeweiligen Maschinen. Man verbraucht die Betriebsmittel, die Hilfsmittel. Man braucht den Strom, nicht nur allgemein für die Halle, sondern wirklich für die Maschine, die da eben untersucht werden sollte. Und da gab es keine Daten. So. Also was haben wir gemacht? Wir haben einen Fragebogen gemacht, in dem man ankreuzen konnte, haben Sie für diese materiellen betrieblichen Ressourcen, haben wir das mal genannt, also Abfall, Fehlerrate, auch Lagerraum war zum Beispiel ganz wichtig für die Betriebe, alle Materialien, Strom und Transport. Haben Sie da durch bestimmte Maßnahmen der Digitalisierung Einsparungen feststellen können? Und wenn das der Fall war, bitte kreuzen Sie an, Einsparungen bis 25%. Einsparungen irgendwo haben wir, glaube ich, zwischen 25% und 50%. Also das heißt, wir haben da wirklich ganz grobe Kategorien vorgegeben und die befragten Betriebe konnten das ankreuzen. Und das ist im Prinzip die Datenbasis, die wir hatten. Und das ist ja zumindest ein Befund, der im Rahmen der Digitalisierung vielleicht ein bisschen erstaunlich ist. Gucken wir gleich nochmal drauf. Aber jetzt einfach mal in der Gesamtschau dieser Tabelle, also dieses nicht relevant bedeutet, dass für eine bestimmte Anwendung, die wir uns hier angeguckt haben, hier oben sehen Sie im Übrigen diese Praxisanwendung der Digitalisierung. Vielleicht auch dazu noch ein Kommentar. Wir haben ja angefangen mit dem Begriff Maßnahmen der digitalen Transformation. Also was muss jetzt wirklich passieren? Wo können Betriebe handeln? Was tun die eigentlich? Und kann man sagen, diese typische Maßnahme hat diese und jene Auswirkungen auf die Ressourcenverbräuche? Dann haben wir festgestellt, das, was man zunächst mal als Einzelmaßnahmen charakterisieren kann, und wir haben dazu auch eine Liste typischer Maßnahmen erstellt, die wir dann auch als Grundlage diese Fragebögen zugrunde gelegt haben, damit wir überhaupt wissen, über was wir reden. Also diese typischen Maßnahmen, die kann man nicht unbedingt individuell einzeln in der Praxis verfolgen. Ein ganz plattes Beispiel, ich brauche das Internet, damit ich einfach Daten vernetzen kann, damit ich Cloud-Dienste vielleicht nutzen kann. Aber das Internet ist natürlich ein Enabler oder eine Maßnahme in Anführungsstrichen, die sehr, sehr vielen realen Einzelaktivitäten im Betrieb dann zugutekommt.
Also deshalb haben wir diese Maßnahmen, die wir da typisiert haben, dann zu bestimmten Praxisanwendungen zusammengestellt, wo mehrere dieser Maßnahmen zusammenkamen. Und das sind die, die wir in den einzelnen Betrieben identifiziert haben. Und für jede dieser Maßnahmen wurde also ein Fragebogen ausgefüllt. Und da, wo wir sehen, nicht relevant, da wurde eben für diese Anwendung, war dieser Aspekt zum Beispiel, hier war kein Abfall betroffen, also nicht relevant. Aber da, wo wir sehen, keine Angabe, das heißt, dass die Betriebe schon gesagt haben oder dass man auch gesehen hat, jawohl, da müsste eigentlich ein Einfluss da sein. Aber wir können noch nicht mal eine grobe Schätzung abgeben. Also wir können noch nicht mal sagen, sparen wir da weniger als 25% oder mehr als 25% oder sparen wir überhaupt. Also die Betriebe wissen es nicht. Deshalb kann man diese Ergebnisse aus den Fallstudien vielleicht jetzt erstmal so zusammenfassen, dass man sagen kann, es gibt schon viele Berichte über Effizienzsteigerungen und Einsparungen, und zwar auch hier nochmal Einsparungen zunächst mit der betrieblichen Ressourcen. Also das, was die Betriebe wirklich sehen können oder was sie sehen und messen könnten, wo sie zumindest qualitativ, halbqualitativ Bescheid wissen und berichten, wir sehen einfach, wir haben jetzt weniger Ausschuss und wir sparen damit auch Material ein oder Strom und solche Sachen. Aber was wir auch ganz klar gesehen haben, die Ressourceneffizienz wird von den Betrieben meist als Nebeneffekt der Digitalisierung angesehen. Also das heißt, das, was treibt, ist wirklich die Digitalisierung an und für sich. Und dann stellt man fest, prima, da wird auch noch Material eingespart oder prima, da wird auch Strom eingespart. Aber es geht dann noch nicht mal so weit, dass man sagen würde, so und jetzt messen wir aber mal, wie viel wir wirklich eingespart haben. Sondern das wird hingenommen und ist natürlich positiv und wird auf Befragung auch berichtet, aber wird nicht aktiv nachverfolgt. Und generell, das habe ich ja mit der Tabelle schon ausführlich erläutert, es fehlen tatsächlich valide Datengrundlagen, um da mal zu quantifizieren. So, und damit wollten wir jetzt aber Ressourceneffizienzpotenziale mal berechnen. Also was haben wir gemacht? Zunächst mal zu der Frage, was verstehen wir aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Studie eigentlich unter Ressourcen? Und das ist natürlich die Definition von Ressourcen als natürliche Ressourcen, die Sie, glaube ich, aus den EU-Strategien auch alle kennen. Das sind Rohstoffe, das sind Energieträger, das ist aber auch die Ressource der Natur als Senke für Belastungen, die eben aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft kommen. Also ist die Natur fähig, die Klimagasemissionen zu absorbieren, die so kommen, ist sie fähig, Abfälle, Emissionen aufzunehmen und so weiter. Also das heißt eine sehr breite Definition. Und daraus folgt eben, dass man sich in der methodischen Grundlage für Ressourceneffizienz, die wir ja jetzt mit der VDI-Richtlinie 4800 haben, dass man sich als methodische Grundlage eben die Ökobilanz, das Lifecycle Assessment zunutze macht, weil man hier eben auf der einen Seite sehr viele unterschiedliche natürliche Ressourcen in Form von Rohstoffverbräuchen und Umweltwirkungskategorien sich anschauen kann, zum anderen aber eben auch den vollständigen Lebensweg. Also nicht nur, was passiert auf einer Stufe, was passiert in einem bestimmten Prozess, sondern was passiert von der Wiege bis zur Ware, also Produktion inklusive Entsorgung. Also die Begriffsdefinition, die lesen Sie hier. Was in der Richtlinie direkt nicht definiert ist, ist der Begriff der Ressourceneffizienzpotenziale. Aber den haben wir in Anlehnung dieser Begriffe dann selbst definiert, indem wir gesagt haben, Ressourceneffizienzpotenzial ist eine mögliche Steigerung der Ressourceneffizienz durch die digitale Transformation, also durch bestimmte Maßnahmen der digitalen Transformation für einen bestimmten Nutzen. Ja, und damit ergibt sich die grundsätzliche Herangehensweise, wir müssen im System des Lebenszyklus, wir müssen Einsparungen durch eine bestimmte Maßnahme, den Aufwänden durch eine bestimmte Maßnahme gegenüberstellen und müssen uns dann angucken, was ist der Effekt, also wo neigt sich die Waage hin. Und die Einsparungen, das sind die Verbräuche innerhalb des Betriebs, also das, was wir auch mit den Fallstudien versucht haben zu erheben, das sind aber auch Verbräuche außerhalb des Betriebs. Und die Datengrundlagen, hier habe ich schon gesagt, das sind die groben Schätzwerte, die wir hatten. Und so Verbräuche außerhalb des Betriebs, auch die direkten Vorleistungen, die Lieferanten und die direkten Kunden, die Abnehmer, dazu haben die Betriebe selber keine Informationen. Also so weit geht die Vernetzung noch lange nicht, dass man wüsste, was hat es für Folgen für den Lieferanten, wenn wir hier eine bestimmte Maßnahme machen. Und dann haben wir die Aufwände, Herstellung der Hardware, Betrieb Hardware und Software. Dazu haben wir heute Vormittag, glaube ich, schon sehr viel gehört und da haben wir uns der Literatur bedient.
und haben eben festgestellt, es gibt eine ganze Reihe. Es gibt heute schon wieder mehr als zum Zeitpunkt der Studie. Aber ich glaube, die Schlussfolgerungen, die hier stehen, sind auch heute noch weitgehend haltbar. Nämlich da, wo wir Studien haben, beziehen sich vorwiegend auf verbrauchernahe Geräte, auf den Laptop, auf das Handy. Und das, was wir spezifisch in den cyberphysischen Systemen im Betrieb haben, dazu gibt es eigentlich ganz, ganz wenig. Und auch die aktuelle Vielfalt wird nur punktuell abgedeckt. So, und mit diesen Rahmenbedingungen haben wir mal zwei Beispiele durchgerechnet, die ich Ihnen hier kurz sage, bevor ich dann die Schlussfolgerung nochmal zusammenfasse. Das eine, das ist eine sogenannte Druckluft-Leckage-App, also was ganz Pfiffiges, nämlich es werden nicht nur Leckagen von Druckluft, die ja ein erheblicher Energieverbraucher ist, detektiert, sondern der Nutzer bekommt gleich ausgerechnet, was kostet ihn die Reparatur und was kann er damit einsparen an Druckluftverlusten und Stromverlusten. Und das motiviert sehr stark, also werden viele Leckagen sehr kurzfristig dann auch behoben. Wie haben wir gerechnet? Wir haben hier auf Seite der Einsparungen, und das haben wir immer so gemacht, diese groben Schätzungen aus den Fallbeispielen genommen. Wir haben dann die Aufwände bilanziert. Man braucht nur das Smartphone allein für diese Anwendung. Man braucht Computer, man braucht Sensoren. Und wir haben das Ganze mal hochgerechnet, damit man die Relevanz dieser Maßnahmen einschätzen kann auf das, was wir in ganz Deutschland in Anwendungsfällen für dieses Beispiel hätten. Und dann ist das Ergebnis mal ganz grob, ich gehe jetzt mal auf die CO2-Emissionen, 0,5 bis 1,6 Kilotonnen CO2 pro Jahr könnte man einsparen und die Aufwände dazu 0,02 bis 0,04 Kilotonnen CO2. Und wir sehen, dass die Einsparungen sehr, sehr viel höher sind als die Aufwände und können deshalb sagen, das ist eigentlich eine robuste Abschätzung, weil wir die Aufwände, und das haben wir in beiden Rechnungen gemacht, sehr konservativ eigentlich eingeschätzt haben. Zweites Beispiel, Data on a Stick haben wir das genannt. Da wurden Datenträger anstelle von Reinraumpapier verwendet. Reinraumpapier, ja, würde man sagen, ist was doch ein hochwertiges Material, also eine interessante Anwendung. Auch hier wieder die Angaben aus den Fallbeispielen, auch hier wieder die Aufwände exklusiv dieser Anwendung zugerechnet. Und hier bekommen wir Einsparungen 0,1 bis 1 Tonne CO2 und ihnen stehen Aufwendungen von 2,9 bis 13 Tonnen CO2 gegenüber. Also das sieht schon mal ganz anders aus. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist eine sehr konservative Betrachtung der Aufwände. Wir müssten vielleicht die Aufwände nur anteilig zurechnen. Wir haben weitere Einspareffekte, die vielleicht hier im Abfall in Fehlerraten liegen. Die konnten wir nicht so richtig quantifizieren. Also wenn man das alles einbeziehen würde, würde es vielleicht auch besser aussehen. Aber zumindest sieht man, es ist überhaupt nicht selbsterklärend oder es ist überhaupt nicht, ist überhaupt kein Automatismus, dass wir mit Einsparungen da rausgehen, selbst auf der betrieblichen Ebene. Gut, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, schön, wenn Sie dann... Gut, dann gehe ich, okay. Dann gehe ich jetzt über die Handlungsempfehlungen einfach mal hinweg. Das sind die, die wir in der Studie drin haben, die man dort auch nachlesen kann. Und würde vielleicht versuchen, die Sachen gleich nochmal zusammenzufassen. Also das, was unsere Studie bestätigt hat, ist natürlich dieses Eingangsstatement, die Digitalisierung oder die digitale Transformation birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Das ist an und für sich ja nicht neu. Aber wir haben schon deutlich spezifiziert, wo man handeln kann, nämlich auf der einen Seite diese Wissens- und Informationsgrundlagen. Denn die große Chance oder das, was die Digitalisierung auf jeden Fall macht, ist ja, sie liefert sehr viele Daten. Sie liefert sehr schnell, sehr effizient Daten. Die Anlagen haben Sensoren, die nehmen Verbräuche auf. Und was man tun müsste, ist eigentlich nur, diese Daten hinsichtlich bestimmter Kenngrößen für Ressourceneffizienz auszuwerten und sie in einfachen Darstellungen, in einfachen Tools zur Verfügung zu stellen. Und das kann man machen, das muss man nur tun. Und deshalb ist das Thema Wissens- und Informationsgrundlagen erstmal aus meiner Sicht die ganz große Chance der Digitalisierung. Also das, wo wir in vergangenen Jahrzehnten und ich bin schon lange mit dem Thema, ja, Ressourceneffizienz, Abfälle, Abfallvermeidung, wie immer das mit der Überschrift angesprochen wurde, eigentlich in Studien und Forschung beschäftigt. Und immer, immer ist das große Problem der hohe Aufwand, den man treiben muss, um wirklich spezifische Daten zu bekommen und sagen zu können im Detail, welche Maßnahmen hat welche Auswirkungen und welche nicht. Und diese Daten, die kommen wir jetzt überspitzt gesagt frei Haus geliefert, aber wir wissen eigentlich noch nicht, was wir damit machen sollen. Und das muss man jetzt
spezifizieren. Da brauchen wir, wie gesagt, Methodik und Kenngrößen und Indikatoren, die eben auch zeigen, wie ist der Indikator auf der betrieblichen Ebene dann mit einem großen Indikator der Nachhaltigkeit verbunden. Dann, was wir in dieser Studie gar nicht tun konnten, Erfassung von Wirkung auf Gesamtwirtschaft und Gesellschaft. Wir haben bottom-up geguckt, wir haben diesen kleinen Ausschnitt der Betriebe gehabt. Wir haben uns bemüht, natürlich so die Hintergrundsysteme mit den Herstellungsaufwänden und so weiter zu bilanzieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, konnten wir nicht tun. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, die Energieverbräuche der IT, die für die Anwender wirklich transparent zu machen. Was kaufe ich denn eigentlich ein mit einem Cloud-Dienst und kann ich einen günstigeren nehmen in Bezug auf CO2-Äquivalente und so weiter. Dann das Thema Rebound-Effekte, Analyse des verbrauchsspezifischen Rohstoffe, ist, glaube ich, heute Vormittag schon ausreichend thematisiert. Und dann der dritte Punkt, aktive Strategien der Ressourceneffizienz. Und das gilt sowohl auf die betriebliche Ebene, vielleicht noch ein interessanter Befund, diese 10 Betriebe, die sich da beteiligt haben, die haben das ja freiwillig gemacht. Und das waren alles Betriebe, die ein Umweltmanagementsystem haben, die Nachhaltigkeitsmanagement haben, die Nachhaltigkeitspolitik haben und so weiter. Und da war aber interessant zu sehen, dass ich bei diesen Vor-Ort-Terminen in den Fallbeispielen die Personen, die für Digitalisierung, Industrie 4.0 zuständig sind und die für Nachhaltigkeit zuständig sind, dann das erste Mal kennengelernt haben. Das war, glaube ich, ein Beitrag, den wir mit dieser Studie auch leisten konnten. Und das sieht man eben nicht nur auf der betrieblichen Ebene, sieht man auf der Ebene der Beratungsprogramme, sieht man auf der Ebene der Gesamtbetrachtung. Also das heißt, man muss diese Themen einfach viel, viel enger verzahnen und sehr viel spezifischer werden. Und dann kann man in kleinen Schritten sich dieser großen Frage nähern, ist Digitalisierung ressourceneffizient oder ist es nicht? Also das Fragezeichen vom Titel, das bleibt jetzt mal stehen, aber da können wir vielleicht in der Diskussion dann noch ein bisschen drauf eingehen. Gut, dann vielen Dank und ich glaube Fragen. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Schäbeck, für diesen sehr interessanten Vortrag. Dann würde ich gern den nächsten Referenten aufrufen. Das ist der Herr Knut Grabowski. Er leitet das Ökotech Energiemanagement GmbH und er ist der Gründer und auch ein Partner, Gesellschafter. Gründer nicht. Aber als Gesellschafter und Partner der Ökotech GmbH. Sein zentrales Thema ist Energieeffizienzmanagement. Er hat Physik studiert an der Technischen Universität Berlin sowie auch Maschinenbau in Hannover. Und er ist in dem Bereich bei Ökotech für Forschung und Entwicklung zuständig und kümmert sich um die Weiterentwicklung der Enfico-Software. Bitte, Sie werden es gleich noch besser erklären, als ich das kann. Ja, schönen Dank. Sie haben das Wort, bitteschön. Schönen Dank. Ich freue mich, Ihnen das Thema Energiesparen mit IT-Dienstleistungen vortragen zu dürfen. Den Titel, den wir gefunden haben, der klingt zunächst nicht nach einem sehr spannungsgeladenen Thema und einer spannungsgeladenen Fragestellung. Ist ja klar, dass ich mit besserer Software und schnellerer IT bessere Energieberatung machen kann, kann man sich an drei Fingern abzählen. Ich denke allerdings, dass es überhaupt nicht so konfliktlos ist. Und zwar anders, als der Tenor bis jetzt war, wie ich hier gehört habe. Die bisherige Halbherzigkeit und fehlende Strategie im Einsatz und der Entwicklung von IT-Dienstleistungen hat in der Industrie auch zu Frust und Misserfolgen geführt, die den grundsätzlichen Erfolg gefährden. Und ich freue mich ganz besonders, den Vortrag beim Öko-Institut halten zu können, weil meine erste Berührung mit dem Thema Energieeffizienz vor fast 4 Jahrzehnten stattfand. Damals habe ich in der 10. Klasse einen Vortrag über das Buch Energiewende vom Öko-Institut gehalten. Ich habe damals meinen Mitschülern erzählt, dass kugelförmige Häuser sehr energieeffizient sind. Anfang der 80er Jahre ging es vorrangig um Alternativen zur Atomkraft und um endliche Ressourcen. Später erst kam dann mit der Klimakatastrophe noch ein super Argument für Energieeffizienz hinzu. Ökotech, kurz vorgestellt, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Energieeffizienz.
vorrangig im Industriebereich. Wir haben vor 4 Wochen unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Vor 3 Jahren hat der französische Umweltdienstleister Veolia die Mehrheit der Anteile von Ökotec gekauft. Und unser Fokus ist eben die Steigerung der Energieeffizienz, weil wir auch mit Flexibilitäten auch einiges machen. Und das machen wir in allen relevanten Industriebereichen mit einem stark wachsenden Team von aktuell 50 Mitarbeitern. Dann, also was hat sich seit den 4 Jahrzehnten mit der Energieeffizienz in Deutschland getan, wollte ich noch vorwegsetzen. Hier links ist die Energieintensität dargestellt, also der Kehrwert der Energieeffizienz. Und die Endenergieintensität, die hat seit 1990 bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt um ansehnliche 37% abgenommen, also entsprechend die Effizienz gestiegen, aber bezogen auf die Einwohnerzahl leider nur um 9%. Schauen wir auf die Industrie. Da ist die Abnahme seit 1991 so um die 30% und in den letzten 10 Jahren waren es leider nur noch 6%. Auch wenn nach meiner Einschätzung diese Kennzahlen aufgrund der Nutzenbestimmung durch volkswirtschaftliche Kenngrößen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, teile ich, dass erhebliche Einsparungen noch nicht gehoben sind. Und wie kann das denn sein? Und jetzt kommen Beobachtungen aus der Praxis, weil wir im Wesentlichen Praxis machen und nicht Studien. Wir haben von 2004 bis 2006 ein erstes Energieeffizienznetzwerk in der Kunststoffindustrie betreut und dann auch ganz viele. Und hierbei Maßnahmen erarbeitet. Seitdem wurden Normen und gesetzliche Verpflichtungen für Energieanalysen eingeführt und viele Mitbewerber von Ökotec sind gegründet worden. Dennoch hat sich wenig verselbstständigt. Wir betreuen neuerdings wieder ein Netzwerk in der Kunststoffindustrie mit anderen Unternehmen. Und leider habe ich gesehen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen der Kollegen größtenteils die gleichen sind. Also es geht auch wieder um Druckluftleckagen und Regelung von Kälte- und Lüftungsanlagen. Ja, also jetzt, woran, was habe ich dann noch gesehen? Das hat ja auch Frau Schäberg gerade gesagt, es findet kaum ein Monitoring der Energieeffizienz statt. Zwar wird mehr als früher gemessen, aber es genügt eben nicht nur die Aufwände zu messen, sondern man muss auch die Nutzen messen, sonst gibt es keine Effizienzbestimmung. Und mit Ausnahme von den Top-Down-Kennzahlen, da wird so ein Gesamtnutzen, Kilogramm vom ganzen Werk oder Stück da angesetzt, aber diese Kennzahlen sind in der Regel überhaupt nicht geeignet, um ein Monitoring zu machen. Was wir auch festgestellt haben, dass es selten eine systematische Effizienzverbesserung gibt, sondern es geht eben durch einzelne Maßnahmen, die vom Erfahrungsschatz des jeweiligen Mitarbeiters oder Beraters stark abhängig sind. So, warum ist das nicht so weit gekommen mit der Energieeffizienz? Das hat auch gute Gründe. Oder nachvollziehbare Gründe, sagen wir mal. Es setzt zwar einerseits auch nicht so gut das Licht auf unsere Arbeit, aber wir haben zu den Gründen gehört einerseits, dass die Energieeffizienz hohe Anforderungen an die Kompetenzen und an die Interdisziplinarität stellt. Nirgendwo gibt es Vorbilder, die zeigen, dass man Fachleute im Bereich der Statistik, der Kennzahlmethodik, der Anlagentechnik und so weiter braucht. Es muss einfach viel zusammenkommen und dafür gibt es noch gar keine so guten Beispiele. Energieeffizienz erfordert Tools, Software und Methoden, die noch in der Entwicklung sind und tatsächlich die nicht verbrauchten Kilowattstunden messen können. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Und das Management hat keine Vorlagen, wie eine Arbeitsteilung im Bereich der Energieeffizienz aussehen könnte. Es gibt heutzutage immer noch den einen Energiebericht für alle Zielgruppen. Controller, Anlagenbetreuer, Werksleitung, und das ist in den Normen eben auch noch nicht so abgebildet. Also in der neuen Reform der Überarbeitung der Energiemanagement-Norm, da kommt ja zum ersten Mal vor, dass zielgruppengerecht irgendwie zu arbeiten sei. Aber Vorbilder gibt es eben nicht. Was schlagen wir jetzt vor? Also
Wir haben den bisherigen Weg, Effizienzsteigerung durch Energieanalysen, nenne ich den mal. Und der ist auch noch gar nicht so alt. Den gab es, als ich Mitte der 2000er Jahre, 2005 angefangen habe bei Ökotec, gab es Energieanalyse, war schon ein Fremdwort für die Firmen. Auf der anderen Seite gibt es, ich nenne das mal den strategischen Effizienzweg, mit dem wir 2014 angefangen haben, mit der Kennzahlmethodik, die wir erarbeitet haben für das Bundesumweltministerium. Nach dem strategischen Effizienzweg versuchen wir, eine nachhaltige Effizienzsteigerung zu ermöglichen. Hierzu gehen wir technologieweise vor und bilden im ersten Schritt Kennzahlen und Messkonzepte und machen nicht eine pauschale Energieanalyse über das Werk. Dann gibt es Monitoring und Benchmark und ein systematisches Abarbeiten der Potenziale. Das zeige ich Ihnen dann noch im Beispiel. Während der bisherige Weg stark von der Erfahrung in dem Geschick der entsprechenden Bearbeiter oder Berater abhängig ist, benötigt der strategische Effizienzweg viel Messtechnik, IT und Software. Er eignet sich dann auch für Maßnahmen, also es braucht viel IT und Messtechnik, die ist teilweise auch schon alles vorhanden, sie wird bloß nicht genutzt. Ja, also auch das ist eine Art Verschwendung von schönen Messdaten, die an ganz schön viele da sind. Fehlt vielleicht nur noch die Nutzenmessung und dann können wir schöne Sachen machen. Ja, und es fehlt auch, und dieser Weg eignet sich eben auch für Maßnahmen, die oft kurzlebig sind, wie das mit den Druckluftleckagen und den Regelungseinstellungen, weil diese Maßnahmen auch, weil die Unternehmen ja ständig ihre Produkte ändern und ihre Produktionsprozesse anpassen, eignet sich das dafür auch, da nachhaltig Einsparungen zu erzielen. Und dass die Unternehmen ordentlich weiter ändern und anpassen müssen, das brauchen wir ja auch für den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft. Also müssen wir weiter davon ausgehen. Ich glaube, die Vor- und Nachteile sind jetzt so ungefähr klar geworden. Deswegen versuche ich mal angesichts der Zeit hier einen Sprung zu machen. Zu unserer Software natürlich. Die haben wir im Herbst 2013 eingeführt und haben da unser Wissen aus den Effizienzprojekten eingebaut. Und eben gerade, weil wir selber die Software nutzen und dabei auf die Installation von nahezu all unseren Kunden auch zugreifen können, jetzt mal so, was wir für einen Datenschatz auch haben. Ja. Ja, das hat uns dazu geführt, dass wir viele gute Kniffe da einbauen konnten. Und diese Kniffe, von denen ich gleich zwei vorstellen möchte, haben Daimler Cars & Vans und BMW in den vergangenen Monaten dazu bewegt, Inevco weltweit einzuführen. Und auch viele Ländervertretungen von Veolia, unserem Mutterkonzern, haben sich dazu entschlossen, auf der ganzen Welt jetzt in Argentinien und Korea und so weiter ihre Energieeffizienzdienstleistungen mit Inevco zu machen. Eine wichtige Sache ist eben dabei dieses Monitoring, der erste Ziel des strategischen Effizienzweges. Die Überwachung der Effizienz ist wenig verbreitet. Also man guckt, wo wird tatsächlich dynamisch überprüft, wie Druckluft, Kälteanlagen und so weiter laufen, dann ist das sehr, sehr selten. Und wir haben das hier recht ausführlich entwickelt, dass man eben so ein, wir nennen das dynamische Anlagenüberwachung, wo man abhängig von den ganzen Einflussgrößen sehen kann, wie viel Verbrauch ist denn jetzt gerade im Vergleich zu einem Referenzzeitraum angemessen. Also wir wollen im Monitoring gucken, wenn nur laufen die Anlagen genauso effizient wie im Vorjahr. Kommt so richtig als Thema in den Normen auch noch nicht vor, komischerweise. Effizienzerhaltung ist nicht so, ist eben nicht so sexy wie Effizienzsteigerung, ist auch nicht so mega, aber ja, ich finde, das ist der Ausgangspunkt und wenn man das nicht macht, ja. Andererseits kommt eben dieses Thema mit der Statistik da rein und das ist ein ganz schöner Brocken für viele, diese multivariate Statistik zu beherrschen. Und auch wenn es mal nicht funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir eine Benchmarking-Funktion. Und da
Damit können wir eben Anlagen einschätzen, wie viel Potenzial sie gegenüber einer besonders guten Anlage, die wir auch durchgemessen haben, die nicht Katalogwerte sind, hat. Und damit haben wir erstmal die Möglichkeit, nicht mehr auch mal zu sagen, im einen Unternehmen, hier dieser Bereich ist in Ordnung, der hat ungefähr, der ist nicht weit weg von dem Bestmöglichen, wir können uns auf das andere konzentrieren. Wir müssen nicht bei der Energieanalyse uns auf alles stürzen. Und ich denke auch, das ist auch auf nationaler Ebene für Gesetzgebung oder Fördermittelvergabe und so weiter eine ganz andere Perspektive ist, mal absolut Einschätzungen machen zu können. Ja, das waren die beiden Beispiele aus der Software. Dann wollte ich zwei Entwicklungsprojekte kurz vorstellen. Das eine haben wir vor 4 Wochen abgeschlossen, NFREC. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir mit der Kennzahlmethodik und der Software sehr gut bestimmen können, wie die Anlagen einzustellen sind, um die beste Effizienz zu erreichen. Und deswegen fangen wir jetzt auch an zu regeln mit der Software, um gerade diesen wechselnden Verhältnissen besser begegnen zu können. Und haben dabei ein bisschen nebenbei KI-Methoden weiterentwickelt. Also wenn man diese Statistik weiter treibt, dann wird es auf einmal KI. Also vorher ist es einfach nur eine lineare Regression. Und wenn man ein bisschen mehr macht, dann wird es auf einmal, reden die Kollegen davon, es macht und nicht mehr, wir haben es so programmiert, das. Also das war schon bei der Wortwahl schon anders. Aber ja, ein anderes Projekt, wo wir auch die war aber CO2 Realtime, das wir jetzt zum Ende des Jahres abschließen wollen. Und da habe ich mal ausgerechnet, wie viel CO2 wir sozusagen uns anrechnen dürfen pro Tag, nämlich 8,6 Kilogramm. Und habe ja 4 Produkte aufgeführt, die zusammen heutzutage ungefähr vielleicht 3,3 Kilogramm CO2 als Rucksack mit sich tragen. Alle diese Produkte vereint, dass sie Aluminiumfolie enthalten können. Und das war auch unser Projektpartner, der diese Aluminiumfolie herstellt, Hydro. Und das Öko-Institut war auch beratend dabei. Und dieses Aluminiumfolie, die kann zwischen 35% des Fußabdrucks dieser Produkte ausmachen. Weil man damit rechnet, dass da ein hoher Recyclinganteil ist, sonst macht die Produkte, da komme ich gleich drauf. Pardon. Tatsächlich fordern einige Kunden von Hydro schon, wie beispielsweise ein großer Getränkekartonhersteller, dass sie den CO2-Fußabdruck ihrer Folie bekommen und nicht den Mittelwert von all diesen Folien, die bis zu 50% ganz unterschiedlichen CO2-Fußabdruck haben können. Ja. Und das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, die da kommen, je nach Tag kommen dann eben für verschiedene Kunden diese großen Rollen raus, die die Folie tragen. Und die Aufgabe ist, für dieses Werk zumindest als einen Ausschnitt der Kette festzustellen, was von den Eingangs Energien und Stoffen und ihren CO2-Rucksacken sich dann auf die unterschiedlichen Produkte verteilt. Das kann man machen mit Simulationen, wird bis jetzt so gemacht, ist irre aufwendig und im nächsten Jahr, wenn sie umbauen, dann wieder nicht mehr so ganz aktuell oder andere Produkte haben und außerdem auch nicht so besonders genau, weil man für alle diese Knotenpunkte und Effizienzen der Anlagen Annahmen treffen muss. Und deswegen war die Idee, wir messen, weil wir sowieso schon messen für die Energie. Und dann können wir auch den CO2-Footprint on Realtime messen. Ja. Und dazu muss man eben, jetzt haben wir 2 verschiedene Vernetzungen eingeführt in unserer Software. Einerseits die Vernetzung von den kontinuierlichen Prozessen und andererseits die Vernetzung von den Batch-Prozessen der Produktion. Ohne richtig viel IT hat man da gar keine große Chance. Das Fazit komme ich jetzt. Digitalisierung in der Energieeffizienz ist notwendig, aber kein Selbstläufer. Also
Zum einen ist es eben, dass die Digitalisierung hier und das methodische Vorgehen ein wesentlicher Schlüssel zur Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele, um das volle Potenzial der Energieeffizienz zu erreichen. Und andererseits ist das eben kein Selbstläufer. Auch schon Firmen, die hören auf mit Energiemanagement nach Normen und Zertifizierung, weil das zu ihnen zu kompliziert wird. Ja. Und ich denke auch, weil sie eben die Software nicht haben. Ja. Die müssen also sehr umfänglich die ganze Geschichte ändern, um da Erfolge wirklich damit haben zu können. Müssen offen sein für ganz neue Wege der Zusammenarbeit, weil die Firmen, auch die großen Konzerne, eigentlich dieses interdisziplinäre Team nicht für diese Nebenaufgabe zur Verfügung stellen können. Ja, und andererseits habe ich jetzt noch hier diesen Satz aufgeschrieben, dass Ziel und Mittel gleichermaßen zu würdigen sind. Was meine ich damit? Nicht das NAV-Mieter und nicht die KI ist das Ziel und bei unserer Software auch nicht ein noch raffinierterer Formelkasten, sondern die Effizienzsteigerung. Und das geht oft verloren, ja, diese Zielstellung. Es muss bei Entwicklungsprojekten und auch Durchführungsprojekten immer ganz deutlich sein, warum die Technik etwas zum Ziel beitragen könnte. Und andererseits ist es auch so, dass man mit dem Mittelwürdigen, es kann sein, dass die Beschäftigung mit einer Methode oder einer Technik zu einer Anpassung des Ziels führt, dass man nochmal überdenkt, habe ich das Ziel richtig gestellt? Und diesen Kontakt, also zwischen den Leuten, die das Ziel vorgeben und danach darüber sich Gedanken machen und die, die überlegen, welche Mittel sind die geeigneten und die weiterentwickeln, diese Kommunikation, finde ich, ist das Wichtigste an der Sache. Ja. Schönen Dank. Herr Professor Naumann ist an der Hochschule Trier am Umweltcampus Birkenfeld in der Grundlagen Informatik und Mathematik mit Schwerpunkt Umwelt- und Nachhaltigkeitsinformatik tätig. Sein Forschungsinteresse gilt der Green IT und Green by IT. Es hat also diese beiden Seiten in seiner Forschung, wie sind die Nachhaltigkeitseffekte der Informationstechnik an sich und was kann Informationstechnik bewirken. Und sein spezieller Forschungsvortrag hier bezieht sich auf die Software, also das, was die Hardware der IT zum Laufen bringt. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielleicht zwei Beobachtungen vorweg, wenn ich so auf Tagungen bin. Die Öko-Institut-Tagung hier, da sieht man mehr analog als digitale Notebooks von den ganzen Leuten, die jeweils mitschreiben. Das ist sonst meistens umgekehrt. Und die zweite Sache, bereits der mir gegebene Titel hat Ressourcenverbräuche verursacht. Warum? Weil die Rechtschreibprüfung in Word danach gefragt hat, ob das grammatisch so sein kann. Das heißt also, wir sehen ja komplexe Zusammenhänge und das ist alles nicht so einfach, das zu bestimmen. Ich bin seit geraumer Zeit auch in dem GI-Fachausschuss Umweltinformatik tätig und ich habe heute Morgen so ein bisschen gedacht, seit letztem Jahr haben wir Bits und Bäume. Bereits seit 33 Jahren gibt es die Fachtagung in Environmental Informatics, Umweltinformatik, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Und ich würde mich freuen, wenn diese ganzen Bewegungen jetzt mit den Herausforderungen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenwachsen. Da ist eine Menge Potenzial, Forschungspotenzial. Und ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam forschen können. Ich wollte ein bisschen was noch zu den Verbräuchen sagen, weil das, glaube ich, schon auch mit dazugehört. Hardware und Software hängen da eng zusammen. Hier nochmal die Grafik, die vielleicht einige kennen, die so ein bisschen zeigt, in welchen Bereichen wir eigentlich Energieverbräuche haben. Das ist jetzt auf Deutschland bezogen, was wir heute Morgen schon gehört haben. Etwa 10% des deutschen Stromverbrauchs geht auf IT. Und da haben wir eben die Bereiche hier Rechenzentren, Telekommunikation, Arbeitsplatz-IT, die Haushalte, die Öffentlichkeit und auch die Gebäudeversorgung.
Ja, und heute ging es ja auch so ein bisschen um Software. Wo spielt Software rein? Da und da. Ja? Das heißt also, überall spielt Software rein. In allen Bereichen können wir durch Software Effizienzvorteile erzielen. Wir sehen besonders die Steigerung im Bereich Rechenzentren, haben wir heute Morgen schon gehört. Im Bereich Haushalte ging es ein bisschen zurück, hat auch methodische Punkte, wie dort zum Beispiel gerechnet wird mit Desktop-Rechnern und so weiter. Aber wir sehen, nach einem leichten Rückgang geht die Tendenz wieder nach oben und in Rechenzentren ohnehin. Wenn wir jetzt nochmal weltweit schauen, dann ist das die Studie von André, ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, dann sind wir so bei 6.000 Terawattstunden in der Prognose für 2025 bei einem weltweiten Strombedarf von etwa 20.000 bis 25.000 Terawattstunden. Hier ist interessanterweise auch dann erstmals die Produktion dabei. Was noch nicht dabei ist, ist die Entsorgung. Ich denke, da müssen wir auch uns mit beschäftigen. Man muss ja den gesamten Lebenszyklus sehen, aber ich denke, bei dieser Tagung muss ich das nicht näher erläutern. Exemplarische Verbräuche, Google-Abfrage, da gab es mal so die ersten Rechnungen, so 4 bis 11 Wattstunden für eine Google-Abfrage von Schätzungen Dritter. Google selber hat sofort reagiert und kam auf deutlich niedrigere Werte, etwa 10% davon. Man muss das immer ins Verhältnis setzen zur Gesamtzahl der Suchanfragen, 3 Billionen Suchanfragen pro Jahr. Neue Studien von Kollegen aus Frankreich sagen, dass man so etwa 1000 Watt Leistungsaufnahme rechnen kann für ein High-Definition-Video, was man sich anschaut über die gesamte Kette. Und ich hatte neulich die Ehre, beim Fridays for Future bei einer Demo auch reden zu dürfen. Und das wurde alles angenommen, was ich da vorgeschlagen habe, auch bezüglich eben den klassischen Bereichen Energie, Mobilität und so weiter. Und dann habe ich diese Sache mal erzählt. Und was meinen Sie, wie viele von den Schülerinnen und Schülern beschämt auf ihr Handy geguckt haben und angefangen haben, irgendwelche Dinge abzuschalten? Ja, das heißt also, dieser ökologische Fußabdruck wird nicht wahrgenommen, auch nicht von denen, die vehement zu Recht Klimaschutz fordern. Das heißt, wir müssen das mit reinnehmen. Und wenn wir bei 20% landen, wie Herr Kröger heute Morgen gesagt hat, ist das natürlich relevant für uns. Weiteres letztes Beispiel der Schätzung vom CO2-Verbrauch durch YouTube, ungefähr Größenordnung von Frankfurt am Main. Sachen, an die man nicht so denkt, was ich immer gerne auch zeige, ist Spam, was das für Energieaufwände verursacht. Das ist eine Studie schon ein bisschen her, das wird ein bisschen besser jetzt sein, weil das noch zum Teil sich auf Desktop-Rechner bezieht. Die kamen summarisch, die Kollegen, auf 33 Terawattstunden, die nur durch Spam verursacht werden in der gesamten Kette. Das heißt also von der Produktion, dem Sammeln der Adressen bis hin zum Filtern. Ein bisschen aufpassen, das ist natürlich hier, McAfee ist ein Hersteller auch von Software, die sowas verhindern will. Die wollen natürlich damit auch was erreichen. Aber die Grundidee, die dahinter steckt, ist klar. Das ist ja was wirklich, wo wir uns alle einig sind, unnötig ist. Ja, das heißt, das könnte man komplett einsparen, ohne irgendeinen Nachteil zu haben, so der Benutzbarkeit. Also diese Sachen muss man quantifizieren, um klarzukriegen, wie Energieverbräuche durch Software und Hardware sind. Letzter Punkt dazu, Bitcoin verursacht natürlich auch erhebliche Emissionen und auch Ressourcenverbräuche. Das ist der Bitcoin Energy Consumption Index, ist ein bisschen runtergegangen durch die Maßnahmen in China. Dennoch Größenordnung, nur verbraucht durch Schürfen von Bitcoins 60 Terawattstunden. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, das ist der doppelte Stromverbrauch von Rheinland-Pfalz und 10% des deutschen Stromverbrauchs geht weltweit drauf, um Bitcoins zu schürfen. Ja, also das ist unglaublich, welche Mengen das dort sind. Und das, ich denke mal so zu Hause, wenn ich das Licht ausschalte, um ein bisschen Energie zu sparen, was das nicht bringt im Vergleich zu sowas, wenn man mal so eine Bitcoin-Maschine abschaltet oder guckt, dass sein Rechner virenfrei ist und nicht einer auf ihrem Rechner mitschürft. Deswegen, Stromquellen sollten transparent gemacht werden. Wir haben bei uns im Projekt mal zusammengestellt, welche Provider eigentlich mit Ökostrom betrieben werden oder Ökostrom nutzen. Denn auch natürlich beim Surfen sollte man darauf achten, dass die Provider, die dahinter stecken, auch tatsächlich nachhaltig versorgt werden. Das haben wir mal zusammengestellt mit Studierenden, um auch da eine Transparenz zu schaffen. Und haben dazu auch ein kleines Add-on entwickelt für Firefox, was einem quasi beim Surfen dann anzeigt, ob man gerade ökologisch surft oder nicht. Die Vision im nächsten Schritt ist, dass wir eine Google, sagen wir mal, ein Overlay machen über Google-Anfragen und dort dann eben direkt mit angezeigt wird, ob der Suchtreffer auch ökologisch ist. Ja, das heißt also, ob er mit Ökostrom betrieben wird. Das ist ein Projekt, was natürlich vor allem dafür gedacht ist, das transparent zu machen, dass eben, wenn der Strom schon fließt, er auch nachhaltig sein sollte. Ja, das wären so unsere Vorschläge.
Wie geht das jetzt weiter? Green Software war ja eigentlich der Schwerpunkt. Ein paar Stichworte dazu. Dass letztlich die Hardware zwar Energie verbraucht, aber die Software sie dazu veranlasst, ist klar. Deswegen haben wir uns damit seit ungefähr 15 Jahren jetzt mal näher beschäftigt. Eine Sache, die von außen die Sache angetrieben hat, war eine bekannte Greenpeace-Studie von 2007, wo mal hochgerechnet wurde, wenn überall das neue Windows-Betriebssystem Vista eingesetzt wird, hätten weltweit so ein Drittel bis zu 50% aller Rechner ausgetauscht werden müssen, nur damit das neue Betriebssystem läuft. Also das ist eine Sache, die dann erstmals die Debatte so ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit gebracht hat. Ich habe hier mal zusammengestellt die Bedarfe, die die verschiedenen Windows-Betriebssysteme im Laufe der Jahre hatten. Das ist also unglaublich gestiegen, beispielsweise Prozessorleistung, das 40-fache. Und natürlich ist es so, dass die Software auch mehr Leistung anbietet, aber jeder im Raum kann sich fragen, ist es so viel mehr Leistung, wie hier auch an Hardware-Ressourcen erfordert wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch diesen Brotkasten kennt, also den C64, wo man mit unglaublich wenig Energieaufwand unglaublich viel Funktionalität hatte. Und hier sehen Sie eben diese Sprünge, die dazwischen sind. Interessanterweise ist eine gewisse Kontinuität jetzt seit Windows 7, auch wenn die Rechenzentren immer wieder sagen, bei 10 müssen wir jetzt ein paar Laptops austauschen und so. Aber zumindest in den Basisangaben ist jetzt gleich. Das Zitat vom Kollegen Wirth, dem Erfinder oder Entwickler der Programmiersprache Pascal, passt insofern immer noch: Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster. Das heißt, diese Idee, die Softwareentwickler über viele Jahre hatten, naja, wir haben keine Zeit, effizient zu programmieren, das müssen wir halt über Hardware lösen, mehr Speicher, neue Rechner und so weiter. Da müssen wir umdenken, ansonsten geraten wir genau in die Elektroschrottfalle, die wir heute Morgen auch gehört haben. Was sind jetzt die Wirkungen von Software? Ja, wenn man das mal ein bisschen systematisiert, dann haben wir zum einen natürlich die Hardware unten in der Zeile, die produziert werden muss, die genutzt wird und die auch entsorgt werden muss. Mit den entsprechenden Vor- und Nachketten brauche ich hier in der Runde nicht näher zu erläutern. Wir haben darüber die Systemsoftware, die wiederum entwickelt werden muss und auch außer Betrieb genommen werden muss. Und wir haben die Anwendungssoftware, die auf der Systemsoftware basiert und letztlich der Nutzer und die Nutzerin, die dann mit den entsprechenden Systemen umgehen. Das heißt, das sind Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir herausfinden wollen, wie wir das Ganze effizienter und besser machen wollen. Wir können das in der Definition zusammenfassen und können sagen, dass grüne und nachhaltige Software, Software ist, deren direkte und indirekte negative Auswirkungen auf Mensch, Gesellschaft und Umwelt über den gesamten Lebenszyklus minimal sind und die bestenfalls auch noch einen zusätzlich positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Wir hatten gestern das Expertengespräch nachhaltige Software und da wurde dann gefragt, ja, was ist denn, wenn jetzt diese Software, die vielleicht den blauen Engel kriegt, ein Kohlekraftwerk steuert? Ja, wie gehen wir damit um, bilanziell? Ist nicht so einfach. Das heißt, das Produkt selber ist vielleicht ressourceneffizient, das, was es tut, aber nicht. Und diese Frage kann man mit einbeziehen, das ist hier der letzte Spiegelstrich. Und wir sagen, es geht nicht nur darum, was sozusagen die Effizienz der Software selber und der Hardware ausmacht, sondern auch, was sie tut. Insgesamt können wir sagen, dass Relevanz von nachhaltiger Software besonders vorhanden ist, natürlich für mobile Systeme. Klar, das ist Aufladen vom Smartphone ist das, was jeden irgendwie beschäftigt. Es gibt Apps, so Facebook und so weiter, die ziehen dann direkt den Akku, kann man zuschauen, wie der leergezogen wird. Embedded Systems, da spielt es eine zunehmende Rolle. Also diese Idee, wir kriegen das alles schon über große Speicher- und Rechenkapazitäten hin, ist jetzt wieder vorbei. Wenn das Internet of Things kommt, muss wieder effizient programmiert werden. Denn welche Firma will schon dauernd Außendienst Leute rumschicken, um die ganzen Batterien auszutauschen. Und bis wir beim Energy Harvesting sind, sodass das von ganz allein alles läuft, wird es noch dauern. Und letzter Punkt, was besonders relevant ist, das High-Performance-Computing. Es gibt ein schönes Zitat, was ich immer gerne bringe vom Chef des Klimarechenzentrums Hamburg. Predict the climate change, not produce it, sagt immer seinen Softwareentwicklern. Ja, das heißt also, guckt, dass eben das, mit dem ihr die Simulation macht, auch selber energieeffizient ist. Und natürlich aus nachhaltiger Perspektive auch das Thema der Tagung. Heute müssen wir in allen Bereichen was für die Effizienzverbesserung von Software tun. Wir haben dazu ein Referenzmodell entwickelt, um das mal so ein bisschen systemisch auch zu erfassen, wie wir da denken müssen. Wir müssen im Lebenszyklus von Softwareprodukten denken, Entwicklung, Nutzung und End of Life. Und das betrifft auch die Softwareentwicklung selber. Wenn wir dann solche Fragen, Forschungsfragen stellen, dann wundern sich immer alle, ja, was ist das denn jetzt wichtig, dass unsere Softwarebude irgendwie auch mit Ökostrom betrieben wird oder wie unsere Entwickler zum Beispiel zur Arbeit fahren. Ja, spielt eine interessante Rolle bei der Gesamtökobilanz, ob Fahrrad oder Auto.
Wir brauchen Kriterien für die Produkte selber. Das heißt also, allgemeine Qualitätskriterien in der Softwareentwicklung haben wir schon eine Menge aus der Forschung, aber Kriterien, die direkt die Nachhaltigkeit betreffen, gibt es weniger und gibt es auch weniger Forschung zu. Und mittelbare Kriterien werden eben solche, die darüber eine Aussage treffen, was die Software selber tut. Wir brauchen Vorgehensmodelle, also in der Softwareentwicklung sind natürlich Vorgehensmodelle wichtig. Das Wasserfallmodell ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, dass man so top-down die Sachen durchentwickelt. Aber wenn wir das zu grüner Software führen wollen, dann müssen wir da ein bisschen was noch tun. Und das kommt auch dazu, dass wir auch Handlungsempfehlungen und Werkzeuge benötigen. Wir können das Ganze runterbrechen auf die verschiedenen Order, also auf die verschiedenen Effektebenen, was wir heute Morgen kurz auch von dem neuen Geschäftsführer gehört haben. Das heißt, was sind die Effekte erster Ordnung, zweiter Ordnung, dritter Ordnung. Ich möchte nicht alles vorlesen, aber das ist ein Beispiel, wie man auch systemisch drankommt, wie ich die verschiedenen Wirkungsebenen zu den Software-Lifecyclen übertrage, das mal zuordne und überhaupt mal rausfinde, was da die Fragen sind, wo die Hauptproblemstellungen sind. Denn das ist halt bilanziell immer nicht so einfach, das rüberzubringen. Denken Sie nur an diese Sache, die bekannte mit dem CD-Brennen versus Runterladen. Und da sagen eben die Studien, das ist so ab 5 bis 10 Mal runterladen besser wäre, wenn ich doch die physische CD gehabt hätte. Ja, das heißt also, Dematerialisierung ist gut, aber auch da gibt es Rebound-Effekte, die die ganze Sache schwieriger machen. Wir haben hier als Vorschlag dann mal so ein Vorgehensmodell entwickelt, Green Software Engineering. Das sagt letztlich, dass ich irgendwie bei jeder Phase, Anforderung, Analyse, Design und so weiter, dass ich so eine Art Nachhaltigkeitsreport mache. Dass ich also mich frage, wie kann diese Phase verbessert werden hinsichtlich Effizienz, Ressourcen, Energieeffizienz? Wie kann ich das vielleicht auch systematisieren? Wie kann ich das dokumentieren, um es auch nachprüfbar zu machen und überhaupt den Prozess im Gang zu halten? Dazu gehört, dass wir unserer Meinung nach reinkommen müssen in die Softwarebuden selber, zu den Softwareentwicklern, zu ihren typischen Arbeitsweisen. Dazu gehört ein Vorschlag, der nennt sich Green Continuous Integration. Typischerweise, wenn Sie sogenannte Nightly Builds haben, wird eine Software, die entwickelt wird, nachts mal zusammengebaut, wird geguckt, sind Fehler da. Ja? Vorschlag hier, gibt es auch schon Prototypen, dass wir dazu noch die Energieeffizienz einfach messen. Ja? Nebeneffekt ist, dass man über einen erhöhten Energiebedarf auch feststellen kann, ob eine Software vielleicht fehlerhaft ist in der neuen Entwicklung, in irgendwelchen neuen Methoden, die drin sind. Das sind also Dinge, die wir automatisiert einbauen müssen, um tatsächlich auch die Fragestellung der Nachhaltigkeit, der Greenness von Software mit zu integrieren. Und das muss einfach selbstverständlich sein. Und ich kann aus meiner Sicht als Hochschullehrer nur sagen, in vielen anderen Ingenieurbranchen ist das ganz normal, sich mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu beschäftigen und Effizienz bei der Softwareentwicklung. Da wird immer so ein bisschen, wird sich gewundert. Ja, die Wirtschaftsinformatiker machen das so ein bisschen, die Hardcore Informatiker, die sagen immer, wir sind doch performant. Ja? Das heißt aber nicht, dass Performance immer auch in der Summe Energieeffizienz bedeutet. Ja, das sind also Dinge, wo wir rein müssen, auch in die Hochschulen. Das kann man dann messen. Ressourcenverbräuche möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Angesichts der Zeit möchte ich aber gerne vielleicht mal noch 2 Beispiele zeigen, dass das auch praktisch Auswirkungen hat. Wir haben hier mal messtechnisch die Leistungsaufnahme von 2 Textverarbeitungsprogrammen verglichen. Und zwar mit demselben Nutzungsszenario. Das sehen Sie so ein bisschen verkürzt hier oben. Ein Dokument wird geöffnet, das Layout wird geöffnet, es wird gespeichert oder mehrfach gespeichert. Und Sie sehen oben ein System und unten ein System, was dasselbe macht, wo Sie aber einen erheblichen Unterschied sehen. In der durchschnittlichen Leistungsaufnahme oben 83 und unten 100 Watt. Das heißt also auch bestehende Softwareprodukte, obwohl sie das Gleiche tun, in einem gewissen Rahmen zumindest, haben unterschiedliche Bedarfe. Und genau da müssen wir ran, dass wir eben sagen, Produkt A ist besser als Produkt B, zumindest in diesem Nutzungsszenario. Anderes Beispiel, wie so ein Media Player so eine Leistungsaufnahme hat. Wir wollen übrigens versuchen, genau über solche Grafiken die Entwickler auch so ein bisschen zu kitzeln und zu fragen, hey, warum ist denn der Peak hier so hoch? Ja, guck doch mal in der Programmierung nach, sind dort irgendwelche Dinge, die du vielleicht effizienter machen kannst? Oder ist das eben einfach so hoch, weil der Bedarf in dem Moment einfach da ist, weil ich vielleicht das Video dann runterlade? Aber trotzdem, das sind ganz neue Sichtweisen auf Softwareentwicklung, mit denen wir versuchen, reinzukommen in die Köpfe. Weiteres Beispiel noch Content-Management-Systeme. Das ist ein Beispiel dafür, dass man über Konfiguration viel machen kann. Wir haben einfach mal verglichen ein System, was einmal möglichst viel cached, das heißt also, wo möglichst wenig nochmal neu runtergeladen wird, was schon da ist, und was zum anderen Bilder und andere Dinge erst komprimiert und dann verschickt, um dort eben die Transportkosten zu verringern. Auch da kommt es zu erheblichen Einsparungen. Ohne irgendwelche Änderungen für den Nutzer kommen wir hier beispielsweise zu 8%.
Wir haben in Planung einen blauen Engel für Software im Auftrag vom Umweltbundesamt, zusammen auch mit dem Öko-Institut, mit Herrn Gröger, den wir heute Morgen gesehen haben, wo wir diese Dinge mal systematisieren wollen und zertifizieren wollen, eben die Effizienz während der Nutzung, die Hardware-Nutzungsdauer, dass die möglichst verlängert wird und auch die Nutzungsautonomie, dass ein Produkt weiter genutzt werden kann, auch wenn es nicht vom Hersteller weiter supportet wird etc. Beispiel für die Hardware-Nutzungsdauer, das ist einer der großen Treiber. Wenn die Software dazu führt, dass die Hardware erneuert werden muss oder sogar Obsoleszenz dort eingebaut wird, dann sind das Dinge, die aus ökologischer Sicht erheblich nachteilig sind. Letzter Punkt, Ressourcenvorteile in anderen Branchen. Da darf ich mich ganz kurz fassen, weil das ja ein größeres Thema hier ist. Aber natürlich spielt es eine große Rolle, was die Software macht. Und dieses Thema Dematerialisierung, wir wollen Bits statt Atome transportieren, ist natürlich ein großes Thema, was aber auch systematisch betrachtet werden muss. Ich fand das sehr spannend, die Ergebnisse, die Sie auch vorgestellt haben, dass man eben von vornherein nicht sagen kann, das oder das ist besser, sondern man muss jede einzelne Umsetzung und Digitalisierung sich genau anschauen und ökobilanziell überlegen, ist es jetzt besser oder schlechter. Trotzdem sind das genau die Bereiche, die relevant sind und mit denen wir uns natürlich forschungsseitig beschäftigen. Sharing Economy und so weiter gehört auch dazu. Zweite Folie zum Schluss. Eine Sache, die wir alle beobachten, einen unglaublichen Anstieg des Datenvolumens, ja, der natürlich dann auch mobil oder sonst wie transportiert wird. Schauen Sie sich an diese Grafiken hier, 160.000 Petabyte, ja, die jetzt in der Prognose sind bis 2021 und viel davon eben über Internetvideo. Und früher habe ich immer zu den Studierenden auch gesagt, besser Kabel als WLAN. Kabel kennen die gar nicht mehr zum großen Teil. Das heißt, dann sage ich jetzt mittlerweile besser WLAN als Mobilfunk und dann noch möglichst nicht LTE und so weiter, und von 5G wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Aber das sind halt Dinge, wo uns auch klar sein muss, dass die ganzen Daten irgendwie transportiert, gespeichert, übertragen, nochmal dupliziert und gebackupt werden und. Nicht nur die Daten nehmen zu, auch der Code. Ich weiß nicht, ob das jedem vielleicht so bewusst ist. Das sind mal Million Lines of Code von Programmen, von Software, beispielsweise hier von einem Entwicklerprogramm hier, Microsoft Visual Studio, ungefähr 50 Millionen Lines of Code. Also dort haben wir auch riesen Datenmengen, Komplexitäten. Unten so ein typisches modernes Auto, was irgendwie Richtung 100 Millionen Lines of Code geht. Und unten drunter kommt eine Maus, und zwar keine Computermaus, sondern eine biologische Maus, die etwa 120 Millionen Basenpaare hat. Und es gibt so Zahlen, dass Google im Backend schätzt man, dass die etwa so 2 Milliarden Lines of Code haben. Das menschliche Genom hat etwa 3,3 Milliarden Lines of Code als Basenpaare gesehen. Das heißt, hier geht die Komplexität der Kohlenstoff- und der siliziumbasierten Intelligenz zusammen. Fazit. Wir müssen Anbieter, Entwickler und Hersteller und Nutzer auch sensibilisieren bei Kauf, Nutzung und Entsorgung. Wir brauchen Energy-Aware Programming. Das heißt, wir müssen auch die Entwickler, Entwicklerinnen dazu bringen, nachhaltiger zu denken. Unnötige Verbräuche müssen reduziert werden. Spam, Werbung, muss alles immer mobil und hochauflösend sein. Die Nutzungszeit von Software und Hardware muss verlängert werden, auch bezüglich Effizienz und Suffizienz. Und Green IT sollte systematisch und proaktiv zur Ressourcenreduktion genutzt werden. Ja, es hieß neulich mal vom Umweltministerium, Umwelt in die Algorithmen. Also rein damit. Welche Ideen haben wir denn? Können wir nicht bei jedem Softwareprodukt fragen, kann es irgendwo zur Ressourceneffizienz beitragen? Software kann nachhaltig, aber es bleiben zahlreiche Forschungsfragen. Diese grünen Entwicklungsmodelle müssen auch rein in die Praxis. Software ist nicht leicht zu messen, weil es ein sehr komplexer und variabler Gegenstand ist. Und Codemengen nehmen zu, Datenmengen nehmen zu, Datenwege sind sehr unterschiedlich. Das muss alles betrachtet werden, auch das Zusammenspiel von Hardware und Software. Und große Fragezeichen für mich sind, was mit Rebound-Effekten und Effizienz und erst recht mit Internet of Things, Künstliche Intelligenz und Quanteninformatik. Aus unserer Sicht ist das bilanzielle Ergebnis forschungsseitig offen, egal was Ihnen Cloud-Hersteller XY erzählt. Was wo besser gerechnet wird, muss man im Einzelfall genau betrachten. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde dann gern die Diskussion eröffnen. Vielleicht als Moderator mal mit einer kleinen Leitfrage als Impuls für die Diskussion. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Digitalisierung und die damit zusammenhängenden Ebenen, also die Hardware, die Software und die Dienstleistungen, sehr mächtige Instrumente sind, die wir in der Hand halten, um Ressourcen und Energieverbräuche zu reduzieren, um die Effizienz unserer Wirtschaft und unseres Konsums zu steigern und damit etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Messbar zum Beispiel im Sinne eines sinkenden CO2-Ausstoßes und eines sinkenden Ressourcenverbrauchs.
aber wir beobachten eigentlich nicht diese Effekte der Digitalisierung. Woran liegt das? Damit möchte ich die Diskussion öffnen. Naja, zum einen wird ausgebaut, die Digitalisierung nimmt zu und die Nachfrage steigt. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass eben solche neuen Möglichkeiten wie das Streaming dazukommen, die auch spezifisch sehr viel höhere Verbräuche haben. Und dann sieht man die Bereiche, wo es vielleicht tatsächlich spezifisch Einsparungen gibt, auch relativ schlecht. Wo man sie sieht, das war auch in der einen Grafik vorhin, das fand ich ganz interessant, dass eben die Nachfrage der privaten Haushalte stabil bleibt oder eher sinkt, einfach weil der Fernseher effizienter wird. Ja, also die Effekte kann man beobachten. Andere Effekte sieht man noch gar nicht. Zum Beispiel fand ich in der gleichen Grafik interessant, dass die Frage, die in dem ersten Vortrag, den ich über die Industrie 4.0 vorgestellt habe, nämlich wo ist denn der Anteil der Produktion? Also was rechnet man der Produktion tatsächlich zu? Und wird es da mehr oder wird es weniger? Dass man die auch noch kaum sieht, in der Darstellung von Deutschland gar nicht. In der globalen Darstellung scheint alles stabil zu sein, aber wir wissen es eigentlich nicht genau. Mir fällt dazu ein Aspekt ein. Ich habe in den letzten 5 bis 10 Jahren oft. Ich glaube, Sie reden noch ohne. Hallo? Ja, besser. In den letzten 5 bis 10 Jahren oft in der, auch von politischer Seite gehört, aber auch von der Politikberatung, dass Energieeffizienz, dass die Maßnahmen ja klar seien, dass es einfach ist, was man da machen muss, kann, um die Anlagen energieeffizienter zu machen und dass es nur um das Doing geht und dass an vieler Stelle eine gut durchdachte und mit Methoden unterlegte IT-Einsatz erforderlich ist, um diese Potenziale nachhaltig zu heben. Das wurde so nicht oder selten gesehen. Ja. Ja, also aus meiner Sicht ist es so, dass eben diese Betrachtungsweise, dass eben IKT Umweltwirkungen hat, dass das noch gar nicht so lange überhaupt auf dem Schirm ist. Ich denke immer noch an die 90er Jahre, wo ein bekanntes deutsches Telekommunikationsunternehmen immer per se als grünes Unternehmen ausgezeichnet wurde, weil die machen ja nichts, außer Daten zu transportieren. Und mittlerweile wurde eben klar, dass das immer auch eine materielle Basis hat. Und von daher ist das einfach, jetzt muss so langsam mal rein. Und ich hoffe auch, dass es in die sowohl Forschung, Entwicklung als auch in die Unternehmen reinkommt, dass man beide Seiten braucht. Man merkt das daran, dass wir sie langsam kitzeln, dass man zunehmend zu hören kriegt, ja, ja, das verbraucht was, aber damit können wir ja unheimlich viel sparen. Ja, das heißt, so dieses Argument kommt jetzt schon so langsam. Das ist natürlich nicht immer nachweisbar in dem Moment, aber das zeigt zumindest, dass hier ein Denken stattfindet, dass das zumindest gegenübergestellt werden muss. Das empfinde ich als Fortschritt. Und die anderen Sachen ist natürlich auch ein Aspekt, dass gerade im Bereich IKT unglaublich viel Innovation auch ist. Ja, das heißt, da kommen dauernd neue Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten, dann kommt 5G und so. Das heißt, auch da jetzt methodisch standzuhalten, ist sehr schwierig. Und jetzt stürzen sich alle auf den Quantencomputer und dann ist das andere IoT und sonst schon wieder vergessen. Ja, das ist tatsächlich für uns auch methodisch ein Problem. Ja, haben Sie dazu Fragen? Dann gebe ich Ihnen gerne gleich das Mikrofon. Ja, vielen Dank. Ich bin Ulrike Schell. Auf meinem Schild steht Öko-Institut, weil ich im Vorstand vom Öko-Institut bin. Meine Frage rekrutiert aber eher daraus, dass ich in meinem beruflichen Leben bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen arbeite und da für den Umweltbereich zuständig bin. Und ich erstmal vielen Dank für die Vorträge. Fand ich sehr spannend, hat nochmal viele Anregungen gegeben. Bei den ersten beiden ich sage jetzt mal, Sie haben ein Projekt vorgestellt, Sie haben Ihre Arbeit vorgestellt. Habe ich so bei mir gedacht, der Fokus dessen, was Sie beschrieben haben, geht in Richtung, was ist technisch machbar und was sollte man tun? Ich habe mich gefragt, inwieweit die Unternehmen, Sie haben ja auch viele KMUs gehabt, bei Ihnen gehört das, ist das Geschäftsmodell KMUs, inwieweit die überhaupt Interesse haben, Ressourcen einzusparen oder Energie einzusparen. Energie ist so günstig, warum sollten die da noch groß einsparen? Und das, was Sie geschildert haben, wunderbare Komplexität von Systemen, das ist viel zu kompliziert. Das frage ich mich. Das überfordert dann ein Stück weit. Und ich habe so den Eindruck, dass diese Aspekte bei den Projekten, auch wenn sie als wissenschaftliche Projekte oder als Beratungsprojekte angelegt sind, mitgedacht werden müssen.
auf welche Adressaten, auf welche Menschen trifft das, was wir als Ressourceneffizienz oder als Energieeffizienz darstellen. Und insofern hat das, was Sie geschildert haben, mich sehr, ich habe weniger mit Unternehmen zu tun als mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und da ist es im Grunde genau das Gleiche. Ja, Sie haben völlig recht. Es muss bei dem, der handeln kann, muss es in einer einfachen Form ankommen. Zu dem Projekt, was ich konkret vorgestellt habe, das war jetzt eher mal, naja, so der Versuch, wie gesagt, zu systematisieren, der Versuch, eher analytisch zu denken. Am Ende hatten wir schon Handlungsempfehlungen, aber wir sind ja bei weitem nicht so konkret geworden, dass wir jetzt gesagt hätten, so kann man es machen. Wir haben aber noch andere Projekte in dem Kontext. Wir hatten ein Projekt, wo es um Energie- und Ressourceneffizienz ging, nochmal ohne eigentlich diesen digitalen Kontext, wo man aber mit einer ähnlichen methodischen Herangehensweise in einem sehr aufwendigen Projekt, in einem Projekt, was anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre durchgeführt wurde, tatsächlich Kennzahlen für Ressourceneffizienz von konkreten Projekten. Da ging es um spanende Bearbeitung, also Prozesse, die Kühlschmiermittel, aber viel Energie brauchen. Auch ein uralt Thema, was seit 30 Jahren ungefähr in der Diskussion ist. Und da haben wir tatsächlich Kenngrößen gemessen an vorhandenen Anlagen, die wir in der Universität haben, die aber Anlagen technischen, also reale technische Anlagen sind, und haben das aufbereitet zu einfachen Kenngrößen, die man in so einem Managementzyklus den Betriebe einfach machen, sobald sie Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Energiemanagement machen, die einfach ranziehen können. Und zwar in einem ganz einfachen Vorgehen. Erstmal, ich vergleiche Messwerte, die man in der Praxis auch einfach messen kann. Da haben wir eine Schulung auch dazu gemacht. Ich vergleiche Messwerte mit einem Benchmark. Ich stelle erstmal fest, habe ich überhaupt Handlungsbedarf oder habe ich keinen? Und wenn ich Handlungsbedarf habe, kann ich dies und jenes machen. Also versuchen, einfache Dinge umzusetzen, die so im betrieblichen Alltag tatsächlich anwendbar sind. Und das ist eben das Komplizierte. Wir haben auf der einen Seite eine riesige, komplexe Fragestellung, die wirklich auch mit diesem Thema der Rebound-Effekte zu tun hat. Wenn man fragt, warum machen die Betriebe Digitalisierung, da gibt es auch eine aktuelle Studie, wo die Mehrzahl der Betriebe angibt, ja, wir hoffen uns die Ausweitung von Märkten. Also wir wollen mehr verkaufen. So. Wie kommt man von diesen ganz komplexen Fragestellungen dahin, dass man zum Schluss sagen kann, hier einmal messen, einmal vergleichen und dann irgendwas tun. Ja. Und das ist schon kompliziert, aber Sie haben völlig recht, wenn man das nicht macht, dann kommt es in der Praxis nicht an. Also man muss es irgendwie auf Dinge zurechtschneiden, die wirklich in der realen Umgebung auch funktionieren können. Darf ich vielleicht die Frage noch ein bisschen mit einem anderen Kontext an Sie weiterreichen? Was muss denn die Politik tun, damit Unternehmen auch gewillt sind, die Vorteile der Digitalisierung für die Umwelt und für die Nachhaltigkeit stärker herauszukitzeln, als sie das bisher tun? Ich wollte jetzt gerade noch einmal antworten. Es ist natürlich so, das muss angemessen sein, was man von den jeweiligen Zielgruppen jetzt bei unserer Seite im Unternehmen möchte. Wir können jetzt auch nicht zu dem Verbraucher hingehen und sagen, bau du dein Auto in ein Elektroauto um. Es muss alles passen, aber trotzdem haben wir eine komplexe Technologie und wir können nicht mit einfachen Verhaltenstipps, auch in der Industrie, wenn du fertig produziert hast, dann schalt abends das Licht aus. Das betrifft nur so einen Mini-Bereich. Das ist, die Sache ist komplex. Und das muss eben angemessen sein. Und da sind wir eben noch stark in der Entwicklung. Und diese Entwicklung zu begreifen, das ist, wäre auch mein Wunsch an die Politik und Politikberatung, dass die Energie, zum Beispiel die Energiemanagement-Norm, so wie sie im Moment dasteht, viel, viel zu komplex ist, als dass sie irgendwie nutzvoll angewendet werden könnte. Und dass da eben entsprechende neue Dienstleistungen und neue Organisationen dafür erforderlich sind, um da die Potenziale zu heben. Ja, ein Satz vielleicht, was kann die Politik machen? Viel.
würde ich sagen, oder? Das heißt, was können wir natürlich machen? Wir können informieren, wir können aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Digitalisierung für Umwelt und Nachhaltigkeit bietet, und natürlich kann man auch regulieren. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, dass man beispielsweise diesen Gedanken, was ich tatsächlich mit IT machen kann im Bereich der Effizienzsteigerung in der Produktion und, dass das wirklich auch mal umgesetzt wird und dass man eben zusammen mit Softwareherstellern und eben auch Produzenten und den ganzen KMUs und so weiter mal diese Sache angeht. Ja. Wir können mit KI tatsächlich so viel machen, wie Sie auch gesagt haben. Wir haben so viel Daten jetzt. Wir können klassifizieren, wir können optimieren. Das sind doch genau die typischen Fragestellungen, die man im Unternehmen auch hat. Und da müssen wir jetzt ran. Das sind die Instrumente da. Wir haben die Daten, wir haben die Rechenleistung. Das heißt, jetzt kann eben, wenn Sie sagen, was die Politik machen kann, jetzt können wir tatsächlich das auch umsetzen, wenn wir diesen Leitgedanken immer haben, nicht digitalisieren, um möglichst wieder unseren Konsum anzuheizen, dass die Kurve so geht, sondern digitalisieren, um eben auch mal echte Vorteile für Umwelt und Nachhaltigkeit zu erzielen. Gut. Mit dem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt eigentlich am Ende unserer Session, 12.30 Uhr beginnt die Mittagspause. Ich sehe aber noch viele Wortmeldungen hier, also einen großen Diskussionsbedarf. Ja, darf ich Ihnen ein paar Minuten von Ihrer Mittagspause abknapsen? Dann möchte ich die Fragerunde weiterreichen. Dann habe ich dort eine Wortmeldung gesehen. Ja, Lars-Arvid Brischke vom IFOI. Ich evaluiere unter anderem auch Effizienzprogramme im industriellen Bereich, also das Programm Step-Up, Stromeffizienzpotenziale nutzen. Und da ist meine Erfahrung, dass es durchaus schon Hebel gibt von der Politik. Zum Beispiel Energiemanagementsysteme werden dann eingeführt, wenn Betriebe BSAR haben, also besondere Ausgleichsregelungen bei der EEG-Umlage, wesentlich weniger Geld bezahlen müssen, dann aber Effizienzmaßnahmen umsetzen müssen, nachweisen müssen. Das ist zum Beispiel ein Hebel, den man sich abgucken könnte, den man ausweiten könnte, damit die Unternehmen da überhaupt auch eine Motivation haben, das umzusetzen. Mir hat es sehr gut gefallen, was Ökodeck da vorgestellt und entwickelt hat. Und es fragt mich eigentlich, ob man nicht solche Lösungen, die dann in Richtung KI gehen, wo dann sozusagen in den Lösungen automatisch auch die Effizienzverbesserungen mit einprogrammiert sind, mit Sensoren ausgestattet sind, zum Standard machen kann. Also ob das nicht perspektivisch gehen könnte und ob man nicht solche Standards dann über die Normung und dann eben auch wieder über politische Regelungen im Grunde machen könnte. Genauso bei der Software. Also wenn ich mir vorstelle, Tagesschau streamen oder downloaden, wird jeder streamen sozusagen, und dass das Downloaden im Grunde irgendwie eingebaut ist. Das ist sozusagen die effizientere Variante, die ist, die man macht, und die andere eher, wenn man spezielle Bedarfe hat. Also solche ein Umdenken von dem, was sozusagen jetzt Standard ist, dass die Standards im Grunde die effizienteren Ansätze wären. Oder auch die mit dem Word, das hat mich auch interessiert, also mit dem Schreibprogramm im Grunde. Text, aber ich habe keinen Produktnamen. Nee, genau. Es stand was mit Word da, aber es hatte nichts mit dem Produkt zu tun. Genau. Textverarbeitung, dass man im Grunde da auch die effizienten Programme zum Standard definiert, also so wie Ökodesign eben auch Mindesteffizienzstandards setzt. Möchten Sie sich dazu äußern? Das war mehr ein Statement als eine Frage. Ja. Sonst würde ich einfach die nächste Frage weiterreichen. Da ist eine Wortmeldung. Ja, hallo, Theresa Hannig, ich bin Autorin. Ich habe eine Frage, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon zu beantworten ist. Kann man denn jetzt schon abschätzen, wie energieeffizient, Sie haben es vorhin angesprochen, so ein Quantencomputer im Vergleich zu einem herkömmlichen Computer sein wird oder die Software, die dafür entwickelt wird? Würde ich mich gerne zurückhalten. Es gibt schon viele Voruntersuchungen, weil das ja mit der Kühlung so viel Energieverbrauch mit sich bringt, aber es ist unheimlich schwer, diese Nutzung zu vergleichen, weil wir haben jetzt gerade das aktuelle Beispiel, dass der in ein paar Minuten gerechnet hat, wozu der Supercomputer 10.000 Jahre braucht, aber das ist jetzt ganz singulär das Problem und das wäre jetzt unseriös zu sagen, aber so, ich würde mal, mein Bauchgefühl sagt mir, das wird deutlich mehr sein. Deutlich mehr. Also ein Quantencomputer läuft bei 20 Millikelvin, das ist kurz über dem absoluten Nullpunkt, also das wird mit Helium gekühlt, und wenn man sich diese Kühltechnik anschaut, das sind enormste Energiemengen, die da reingehen. Das ist nicht vergleichbar mit herkömmlichen Rechenzentren. Aber ich möchte die Frage für Frau Köhn weiterreichen.
Ja, Marina Kühn, Umweltbundesamt. Wir beschäftigen uns ja schon sehr, sehr viel, viele Jahre mit dem Thema Green IT. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass man Digitalisierung immer per se mit einer Umweltschonung, Ressourcenschonung in Verbindung gebracht hat. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Sie ist angetrieben aus wirtschaftlichen Gründen. Und deswegen braucht es auch nicht zu wundern, dass die Firmen selber dann gar nicht drüber nachgedacht haben, dass sie möglicherweise auch Energie und Rohstoffe einsparen, weil der Fokus ein anderer war. Und wir haben ein Problem, wir weiten gerade die technische Infrastruktur aus und wir sind so, wie Herr Professor Naumann auch gesagt hat, davon ausgegangen, die ist per se schon effizient und das ist sie überhaupt nicht, gar nicht. Also wir haben schon viele Untersuchungen, gerade in Rechenzentren durchgeführt. Die laufen so ineffizient, das ist unglaublich. Ich habe es mal verglichen mit, ich würde meine Schrippe, ich bin Berlinerin, mit einem Mercedes holen oder Ferrari holen. So ungefähr, müssen Sie sich vorstellen, sind die Rechenzentren, jedenfalls ein Großteil der Rechenzentren, arbeiten. Also sie haben extremes Potenzial, aber dieses Potenzial wird eben leider überhaupt nicht ausgenutzt, sondern es wird ausgebaut. Das heißt, hier hinzugucken und in der Tat auch Rahmenbedingungen zu fordern, zu sagen, wir erwarten diese und jene Effizienz, das versuchen wir mit dem Blauen Engel für Rechenzentrum. Gestern haben wir eine schöne Anhörung zum hoffentlich bald Blauen Engel für Software gehabt, der dann auf den Markt kommt. Aber in der Tat müssen wir viel, viel intensiver auf Strukturen und auf nicht effiziente Strukturen. Und da sehe ich jetzt das Thema 5G. Auch da geht es schon wieder los. Wir gehen nicht in einen wirklichen effizienten Ausbau, sondern wir bauen Strukturen auf, die in bestimmten Ballungsgebieten haben wir viele Redundanzen. Das könnte man anders machen. Und ich glaube, da muss auch viel, viel mehr Politik sich jetzt einmischen und nicht drauf bauen, dass das Ganze schon besser wird, weil wir haben Digitalisierung. Also es war auch keine Frage, sondern nur ein Statement. Wir möchten dann bald auch zur Mittagspause gehen. Deswegen würde ich Sie bitten, dann einfach noch ein kleines Schlusswort vielleicht auch zu formulieren. Genau. Um die Frage so zu runden. Nee, auch nur ein kurzes Statement dazu. Ich glaube, das Bewusstsein, dass es kein Selbstläufer ist mit der Ressourceneffizienz, das wächst allmählich. Und was ich eben finde, was ganz zentral ist, sind solche Sachen wie Labeling oder Kennzeichnung. Ja? Denn die Informationen, was verbraucht viel Energie oder Ressourcen und was wenig und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt, egal ob die Betriebe das dann möglicherweise freiwillig machen, weil sie tatsächlich auch Kosten einsparen, wenn sie weniger Strom bezahlen oder weil sie halt in gewisser Weise im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Dinge machen, die zumindest kostenneutral sind oder ob man daraus dann irgendwelche Regulierungen ableiten kann. Aber wir brauchen erstmal die Informationen und die Kennzeichen. Das ist ganz, ganz zentral. Möchten Sie noch was dazu sagen? Sonst würde ich dann einfach die Session dann auch gern beenden. Das war deutlich. Es ist einfach Mittagspause und vielleicht.